Mein Direktextruder klappt in Version 3 mittlerweile recht gut. Auch große Druckaufträge werden problemlos abgearbeitet. Hier drucke ich das Hauptzahnrad des Extruders, da das Originalteil aufgrund von Verschleiß ausgewechselt werden muss. Die übermäßige Beanspruchung während der langen Experimentierphase hat dazu geführt, dass die Aufnahme für die M8er Mutter im Schaft des Zahnrades ausgeleiert ist. Nur mit Trick 17 konnte ich dieses für einen letzten Druckauftrag verwenden. Eine M6er Mutter auf dem Schraubenkopf sorgt dafür, dass dieser nicht mehr bis in den ausgeleierten Bereich der Aufnahme hineinragt. Der Weg hin zu einem gut funktionierenden Extruder war kein geradliniger, ich habe so einige Fehlversuche verkraften müssen. Hier sind nur einige davon zu sehen. Erfolg ist manchmal nichts anderes als reine Glückssache. Misserfolg hat aber immer einen Grund und nur wer willens ist, des Pudels Kern zu finden, kommt irgendwann zum Ziel. Systematisches Variieren der verwendeten Schrauben von Durchmesser und Länge des Extruders sowie des verwendeten Rohmaterials haben schrittweise zu besseren Ergebnissen geführt. Bei den meisten Versuchen ist es früher oder später zum Verstopfen des Extruders gekommen. Je länger und dünner die Bohrung im Extruder, umso höher die Reibung des Granulats an den Wänden, was ein kleines Experiment gut zeigt. Die drei Röhrchen sind alle mit Granulat vollgestopft. Dennoch gelingt es mühelos, das Granulat durch das kurze und breite Metallröhrchen mit der Schraube durchzuschieben. Gleiches gelingt bei dem längeren und dünneren Röhrchen auch mit hohem Kraftaufwand nicht mehr. Bei dem Teflonröhrchen mit gleichen Abmessungen gelingt es hingegen wieder, das Granulat durchzuschieben, wenngleich ein wenig Kraftaufwand nötig ist. Im Extruder wird der Kunststoff erwärmt, was zu weiteren Problemen führt. Kaltes Granulat fällt von einer Metalloberfläche schon bei leichter Neigung herunter. Mit steigender Temperatur wird der Kunststoff allerdings recht klebrig und zäh, womit dieser gut haftet. Erst wenn der Kunststoff vollständig geschmolzen ist, fließt das Material und lässt sich problemlos durch den Extruder befördern. Die Glastemperatur von PLA, also der Punkt, ab dem der Kunststoff weich zu werden beginnt, liegt bei nur 50 bis 80 Grad Celsius, verarbeitet wird dieses im Extruder aber bei 180 bis 210 Grad Celsius. Der Bereich vom festen hin zum geschmolzenen Kunststoff ist die Schlüsselzone. Diese sollte möglichst kurz gehalten werden, weshalb ich den 8mm Glasblock als Hitzebarriere verwende. Dass die Teflonröhre noch weiter in den Extruder hineinreicht, hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass die Konstruktion auch dicht sein muss. Flüssiger Kunststoff ist einfach verdammt flüssig. Apropos Teflonröhrchen, auch hierbei handelt es sich um einen Kunststoff, der mit zunehmender Temperatur weich und verformbar wird. In ersten Versuchen hatte ich als thermische Isolierung einen kleinen, nur durch das Teflonröhrchen überbrückten Luftspalt zwischen Hotend und Coldend gelassen. Hier hat sich das Teflon allerdings über die Zeit aufgebläht und somit zum Verstopfen geführt. Wo der Übergang von fest zu flüssig stattfindet und wie lang dieser Bereich ist, entscheidet über Erfolg oder Misserfolg beim Betrieb eines Extruders. Treten Probleme auf, so kann der Drucker abgeschaltet und das Plastik im Innern analysiert werden. Die zweigeteilte Bauweise mit dem Glasblock als Trennung erlaubt einen guten Einblick in die Vorgänge im Innern des Extruders. In dem gut funktionierenden Extruder ist der Übergangsbereich klar auszumachen und liegt wie gewünscht innerhalb des Glasblocks. Oberhalb zerfällt die Probe in Körner, unterhalb ist alles ein kompakter Abdruck des Teflonröhrchens im Hotend. Erwärmt man das Hotend im zerlegten Zustand auf etwa 90 Grad Celsius, so lässt sich der untere Teil herausziehen und bei Bedarf genauer analysieren. Diese Materialproben aus dem Innern haben enorm dabei geholfen, schrittweise die richtigen Abmessungen für einen gut funktionierenden Extruder zu finden.
Hier zum Beispiel ist zu sehen, dass die Spitze der Extruderschraube ganz offensichtlich nicht richtig durch das Zentrum der Düse verläuft. Ein genauer Blick auf das Teflonröhrchen zeigt, dass sich dieses nach unten hin ein wenig geweitet hat. Die Bohrung im Cold End hatte ich mit einem 10mm Bohrer angefertigt, das Teflonröhrchen hat aber einen Außendurchmesser von nur etwa 9,5mm. Das erwärmte Teflon hat sich somit im unteren Bereich etwas ausgedehnt. Die nun leicht konische Form erleichtert das Fördern des Granulats nach unten, ob eine 9,5mm Bohrung daher nachteilig ist, muss sich zeigen. Nicht 100% nach Vorgabe zu arbeiten ist auch an anderer Stelle von Vorteil. Die Bohrung in dem Glasblock ist beileibe nicht exakt rund. Der Vorteil ist, dass sich das Teflonröhrchen in dieser Bohrung nicht mitdrehen kann, ein Effekt, der in früheren Versionen meines Extruders zu Problemen geführt hat. Handarbeit kann also das Quäntchen Glück in ein Projekt eintragen, das zum Erfolg führt, dennoch muss man dieses Glück auch erkennen, um dessen Einfluss in künftige Versionen übernehmen zu können. Für das erste wirkliche Ersatzteil, das ich hier drucke, verwende ich eine Geschwindigkeit von 30mm pro Sekunde. Im vorangegangenen Video war zu sehen, dass sowohl der Extruder als auch der Drucker bei dieser Geschwindigkeit gute Resultate liefern. Eigentlich wollte ich in diesem Video unterschiedliche Düsendurchmesser testen, Prototypen führen aber immer ein Eigenleben. Für das benötigte Ersatzteil bin ich daher erst einmal bei der 1mm Düse geblieben. Ebenfalls Standard sind die Schichtstärke von 0,2mm und die Extrusionsweite von 0,7mm. Gedruckt wird mit PLA, gewonnen aus geschredderten Fehldrucken. Die Temperatur des Hotends ist auf 181 Grad Celsius gesetzt, die des Druckbetts auf 60 Grad Celsius. Das Hauptzahnrad hat einen Durchmesser von immerhin 90mm und ist somit das größte Bauteil, das ich bislang gedruckt habe. Die Mechanik des billigen Druckers im Zusammenspiel mit dem handgefertigten Extruder führt zeitweise zu einer recht hohen Geräuschkulisse. Spiel in der Mechanik führt zu deutlich hörbaren Schwingungen, ein eindeutiges Anzeichen für unnötigen Verschleiß. Die Füllung ist auf 25% gesetzt mit einer Wabenstruktur als Füllmuster. Den recht kleinen Vorratsbehälter musste ich etwa alle 20 Minuten mit Granulat auffüllen, eine automatische Vorrichtung ist für das Nachfolgemodell vorgesehen. Das Zahnrad verbraucht laut Berechnungen meines Slicers etwa 50 Kubikzentimeter an PLA, natürlich in kompakter Form, nicht als lockeres Granulat. Beim Druck des Schaftes ist zu sehen, dass sich dieser ein wenig nach rechts neigt. Ich habe mir während der langen Testphase angewöhnt, das Druckbett vor dem Druck nur sehr grob auszurichten und dann während der ersten Lage nicht nur an den Stellschrauben des Druckbetts, sondern auch an den Spindeln der Z-Achse zu drehen, bis alles so einigermaßen passt. Dass diese Methode garantiert nicht geeignet ist, die Mechanik rechtwinklig zu justieren, rächt sich nun ganz offensichtlich. Zu spät, jetzt darüber nachzudenken, also Augen zu und durch. Der Druck ist nach reichlich genau 4 Stunden beendet, der Extruder hat problemlos funktioniert. Das Ergebnis ist nicht perfekt, lässt aber die Hoffnung aufkommen, dass das Ersatzteil brauchbar ist. Also rein mit dem Ersatzteil und testen, ob's klappt. Der leicht schiefe Schaft führt dazu, dass das Zahnrad sichtbar rumeiert. Dennoch tritt Kunststoff aus der Düse aus, der Extruder funktioniert wieder. Ein weiterer Test soll zeigen, wie gut. Wie ursprünglich geplant habe ich nun eine kleinere Düse eingebaut, der Durchmesser beträgt jetzt 0,6mm. Gedruckt wird ein recht kleines Kettenglied mit den Abmessungen 27×25×12mm. Die Schichtstärke beträgt nach wie vor 0,2mm, die Extrusionsweite ist allerdings auf 0,5mm reduziert. Gedruckt wird mit 20mm pro Sekunde.
Die nach wie vor fehlende Bauteilkühlung macht sich gerade bei kleinen Objekten bemerkbar, wie hier zu sehen. Stringing ist deutlich zu sehen, diesem Thema werde ich mich in einem der folgenden Videos widmen. Generell sind die Parameter in der Slicing-Software bei weitem noch nicht optimiert, es handelt sich nur um einen Drucktest auf die Schnelle, um zu zeigen, dass der Extruder auch kleine Objekte erstellen kann. Die nur 2 mm dünnen Wände werden schon recht glatt gedruckt, ein Indiz für gleichmäßige Extrusion. Schattierungen ergeben sich dadurch, dass ich weißes und grünes Granulat gemischt habe, somit wird mal dunkler, mal heller grün gedruckt. Prinzipiell arbeitet der Extruder mit dem gedruckten Ersatzteil offensichtlich nicht schlechter als zuvor. Also ab in den Mixer mit dem ausgenudelten Zahnrad, Rohmaterial wird demnächst noch mehr benötigt. Bilder in hoher Auflösung dieses und weiterer Testdrucke, die ich mit dem Extruder angefertigt habe, gibt's auf meiner Hackaday-Seite und auf meiner Homepage, klickt mal rein. Wer mich in der weiteren Entwicklung des Extruders finanziell unterstützen möchte, kann gerne die Spendenschaltfläche auf meinen Seiten anklicken. Besten Dank an alle, die mir auf diesem Weg schon einen Obolus haben zukommen lassen. In diesem Sinne, danke fürs Angucke und bis bald!